Und das möchte ich jetzt noch etwas vertiefen mit dem Virologen Professor Jonas Schmidt-Chanaseet. Hallo. Hallo. Niederschwellige Impfangebote, das wurde ja die ganze Zeit gefordert. Was glauben Sie, kann eine bundesweite Aktionswoche viele Menschen dazu bewegen, sich impfen zu lassen? Naja, das ist erstmal natürlich zu begrüßen. Die Frage ist, wie viele Menschen können wir überhaupt noch erreichen? Es haben sich ja bereits 52 Millionen Bürger und Bürgerinnen impfen lassen. Und wir müssen ja nochmal von den 83 Millionen möglichen 10 Millionen abziehen, nämlich die unter 12-Jährigen, die man noch gar nicht impfen kann. Und dann spielt sicherlich auch eine Rolle die Anzahl der Genesenen, wo natürlich nicht unmittelbar die Notwendigkeit einer Impfung besteht. Das müssen wir alles dort mit hineinrechnen. Und da wird es sicherlich noch einige geben, die man damit erreichen kann. Aber wir müssen uns da auch ehrlich machen und sagen, wir sind eigentlich schon auf einem guten Weg, was die Impfung betrifft. Verstehe ich Sie richtig? Das bedeutet auch, wirklich harte Impfgegner kann man nicht dadurch überzeugen, dass jetzt ein Impfangebot am Supermarkt ist. Impfgegner, davon gehe ich aus und auch viele Kollegen, und das zeigen auch andere Impfungen, wird man damit nicht überzeugen können, auch nicht mit einer Impfpflicht, auch nicht mit G2, auch nicht mit G3. Das wird nicht funktionieren. Diesen Anteil müssen wir also dort herausrechnen. Aber wen man natürlich erreichen kann, sind zum einen die Impfskeptiker, die vielleicht bisher gesagt haben, ich hatte noch keine Zeit oder ich möchte gerne noch auf einen anderen Impfstoff warten, was ja durchaus auch zu diskutieren ist, ob das sozusagen möglich ist. Das muss man eben sehen, wie schnell andere Impfstoffe zur Verfügung stehen. Aber wenn man das alles zusammenzieht, kommt man sicherlich auf eine Zahl von 85% der Erwachsenen, die entweder jetzt geimpft oder schon genesen sind. Und das ist doch eine Zahl, die schon zuversichtlich stimmt. Reicht das denn aus Ihrer Sicht aus, wenn wir Richtung Herbst und Winter schauen? Das ist die große Frage. Wir können in andere Länder schauen, die sich natürlich gesellschaftlich, politisch dazu entschieden haben, bei zum Teil höheren Durchimpfungsraten, aber eben auch bei niedrigen, sämtliche Maßnahmen eben letztendlich fallen zu lassen, davon abzusehen. Insofern gibt es da unterschiedliche Strategien. Wir müssen unseren Weg in Deutschland finden. Nur eins ist ganz wichtig. Wir müssen hart daran arbeiten, dass die Datenerhebung besser wird, weil wir eben zum Teil auch gar nicht wissen, wie viel sind denn jetzt wirklich genau in Deutschland geimpft. Da werden immer noch Zahlen nachgemeldet mit einer bestimmten Zeitverzögerung. Also das wäre schon mal ein Anfang, um wirklich ein gutes Lagebild einfach zu haben und auf Grundlage dieser guten Daten denn gute Entscheidungen treffen zu können. Sonst ist das eher wie ein Stochern im Nebel. Es gibt ja auch Virologen, die sagen, mit Blick auf Herbst, Winter, wir werden um Kontaktbeschränkungen nicht drumherum kommen. Unterstreichen Sie das? Sehen Sie das auch so? Das ist eine gesellschaftliche, politische Entscheidung, keine virologische Entscheidung. Insofern würde ich mich als Virologe auch nie dazu äußern. Wir müssen als Gesellschaft diskutieren und die Frage beantworten, welche Ressourcen wir in den nächsten Wochen und Monaten dafür einsetzen wollen, um die verbliebenen Restrisiken weiter zu reduzieren. Andere Länder haben diese Frage beantwortet, Großbritannien, Dänemark, auch die Schweiz. Das heißt nicht, dass man das eins zu eins übernehmen kann. Die gesellschaftlichen Strukturen, auch das Gesundheitswesen ist in diesen Ländern anders. Aber das ist die entscheidende Frage. Und wenn wir als Gesellschaft zu dem Ergebnis kommen, die Risiken sind zu groß, dann ist es natürlich notwendig, dass Maßnahmen weiter beibehalten werden. Aber ich denke mal, man wird dort einen Weg finden, der so aussieht, dass man eben die besonders gefährdeten Bereiche, die besonders gefährdeten Menschen natürlich nach wie vor noch schützt mit entsprechenden Maßnahmen und dass die Bereiche, wo eine geringe Gefahr besteht, eben maßnahmenfrei sind. Jonas Schmidt-Chanaseet, Virologe, vielen, vielen Dank für dieses Gespräch. Sehr gerne.